Moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zu einer neuen Folge Sea of Thieves. Jan macht schon ordentlich Ärger hier. Captain der Verdammten haben wir, glaube ich, zuletzt gemacht, ne? Ja. Ja. Dann ist das... Ja. Ist das schon die letzte oder ist hier noch eine? Nee, hier ist noch eine. Auch. Genau. Also zwei Stück, zwei Tall Tales haben wir noch. Gucken wir mal, es kam nochmal ein Update zwischendurch, wo auch wieder sehr viel diese Tall Tales mit drin waren. Ich drück einfach mal auf Ficken, F. Oh. Dunkle Brüder, ja, kann passen. Mhm. Na, erstmal im Sand malen. So. You travel to the Sea of the Damned, walk its shores and found one last in him own past. Not many can walk beyond the veil that way. The things they see steal away their minds forever, till they even forget that dim dead. But Davy Jones will not forget how you stood in him way. Now will him forgive the Siren Queen for failing him. He... Wait! We are not alone. You know you cannot hide from me, Jack Sparrow. I wasn't hiding. I was eavesdropping. Vastly different pastimes. Dare him stand. Under the pirate who's twice come back from the land of the dead, who escaped the raid on Isla Tesoro and even found the Fountain of Youth. Hey, have you been gossiping about me with this strange, book-obsessed individual? Whatever they've told you, it's not true. Unless it's flattering, in which case, it's all true, but they left out the best bits. The man who stole the only trinket that can reach Davy Jones. A pendant twin to the one Jones himself possesses. How can you know all this? That pendant... belongs to me. You can't be. Aye. This time it was to see what brought you back to me, Jack. See you, Dolma! Calypso! What's this, doch? Shouldn't you be floating on a cloud or bubbles or whatever it is sea goddesses do? And while I'm asking the questions, am I alive or am I not? I look like a ghost. I can turn invisible. Yet I can still touch my belongings. The Sea of Thieves is a haunting place. It bestows many gifts even upon the dead. That is why I follow the Black Pearl here. To protect these sacred waters from Davy Jones and that which follow him. That is all the answers I have. Now you must listen. Davy Jones know that the pirates of this world threaten him lands. So him summoning his own dark version of a brethren court, made of those cruel and corrupted souls who long to rule the Sea of Thieves. If him succeed, him power will be greater than ever before. This is why I love running to old friends. They always have such cheery news. Ha! But if Jones is inviting his friends for tea, that means we know where to find him. And, by the by, my treasure. You speak the truth. And since you still hold the key to his fortress, with my sketches you can find your way inside. Think of what you want most, Jack Sparrow. It will show you the way. Right. Well, given that these are unfamiliar waters, and I lack a ship with which to sail upon them, critical decisions must now be made. You will always remember this as the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. Now, I know that's a great honor to bestow upon a humble vessel such as yours. Don't you worry. I promise you won't be an imposition. Theodolma, about that treasure, if it was entrusted to Davy Jones, that can only mean...
Hush! There are some truths not ready to be told. Nee, das würde ich jetzt schon gern hören. Come when a deed is done. Now make sail with a Jack and be swift. Oh, well then. See you aboard. Oh. Ja. Steh dich auf dem Schiff. Okay, gut. Dann können wir, oder wie sie jetzt noch irgendwie. Nee. Ich fange an zu lesen auf dem Schiff, ne? Ja. Bevor wir wieder die Hälfte der Fahrt rumstehen. Also die wir hätten fahren können. Ich nehm die andere Leine. It seems we have a long journey ahead of us, so I took the liberty of helping myself to some provisions. Now, Jones's fortress is practically off the edge of the map. But not to worry, my compass shows the way. Well, are we? Sollen wir dann? Ja, darf ich kurz lesen, du Ochse? Missione. So. Mit. Jetzt erzählt er schon wieder irgendwas, ne? Mermaid's Hideaway. Ah. I met a mermaid once. Er erzählt nice girl. Bit naive, yet still fierce. Nur über die Kombination. Inseln. The Reaper's hideout. Not much of a hideout if you put it on the map, eh? The shores of gold. I like the sound. Okay, also nichts Besonderes. Let's go there next. Ich stelle mich mal hier oben hin, da höre ich ihn nicht. Devil's Witch, Devil's War, Devil's Hurst. Ja. Mit Jack an deiner Seite hast du den Schlüssel, um zum Herz der Sorgen zu gelangen. Okay. Bitte umblättern. E. Es ist ein Leid, das nie abbeben wird. Halt doch einfach mal die Fresse. Davy Jones teilt es zusammen mit den Sirenen. Sie schaffen diesen Ort für Jones. Eine Festung aus den Ruinen des Piratentraums. Jones beherrscht bereits das versunkene Königreich und sein Schatz gewährt ihm mehr Macht als jede andere Seele. Er beschwört die dunklen Brüder, um ihn in seinem Namen zu kämpfen. Die Sirenen werden für das Herz von Davy Jones singen. Jetzt haben wir hier Smuggler's Bay, weit im Norden, Korallenburg, Old Faithful Isle vorbei. Und an der Korallenburg, ja, muss den Einhalt geboten werden. Du hast schon einen Kurs? Jawohl. Welche Seite bist du jetzt? Auf der Karte da. Die Freiheit des Piraten, ne? Ja, ja, genau. Also ich fahre jetzt einfach nur Smuggler Bay. Ja. Schau mal so an. Das ist direkt Richtung Norden, sag ich jetzt mal. Ja, aber das passt ja so, wenn du da zwischen diese kleinen Inseln durch und ein Stück drüber, ja. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob wir da noch Kästchen zählen müssen, aber das wäre so meine Intention. Hat beim letzten Mal auch gut geklappt, ne? Ja, ich glaube, da hat noch wieder der ja, wir werden es sehen. Mutterdreieck in der Mitte geleuchtet. Ja, ja, genau. Da war was zu sehen. Das wird diesmal, denke ich mal, auch so sein. Missionen. Would you call that an island or a fortress? Wir quatschen uns jetzt noch ein, zwei Mal dazwischen, ne? Ja, passiert, ne? Was wolltest du sagen? Kompass haben wir ja eh nicht. Also den nützt, wenn, dann er. Hilft uns nur leider nicht. Hey, Suffkopf! Das Schwein zeigt uns ja kein Ziel. Ich glaube, sein Kompass geht eh nur auf das Fass rum unten. Wahrscheinlich. Ich werde das mal verstecken. Warum ist der. Ne, ja, genau. Warum ist der rum andauernd alle? By the Rum Gun. Ja. Genau. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ja, ich hab ein Glas voll Dreck. Oh, sehr geil, das Ding. Snake Island. Wie weit müssen wir eigentlich? Müssen wir wieder weit fahren? Ein bisschen über die halbe. Ach du Kacke. Leute, wir sind ein bisschen unterwegs.
kannst du ja sonst an ein paar Inseln rausschießen, mal gucken, ob da was ist. Aber höchstwahrscheinlich ist es eh nur Nahrung, ein paar Kanonenkugeln zu finden. Wahrscheinlich. Wir haben auf jeden Fall einen langen Weg vor uns, ja. Ja. Not feeling chatty, eh? Fine by me. Den block ich. Ja, der war ganz schön knapp. Ja, schlecht war der nicht. Aber ich muss sagen, unsere Schiffe ist wieder viel am Platz, ne? Mhm. Ja, und übrigens für die Zuschauer, vor der Aufnahme, Jan hat erstmal gesagt, Mann, ist das Wasser geil. Wir reden ja oft über dieses geile Wasser, aber er hat auch einen neuen Rechner. Ja. Alles jetzt auf legendären oder episch oder was weiß ich, wie das hier heißt. Heißt ja auch in jedem Spiel anders. Ja, ist schon ein Heidenunterschied auf jeden Fall, ja. Ja. Das ist schon echt geil. Ja, kann man genießen. Da kann man erstmal wieder stundenlang aufs Wasser starren, ne? In case you were curious, it's not so bad for the ghost. Pass away, I... In die Kanone. Tschüssikowski. Das war ein bisschen too much. Nein, ich bin genau... Boah, aber gerade eben, ey. Oh. Schlange. Und ein Skelett. Das mir den Arsch versohlt. Ich glaube, das hackt. Bin ich das Glätte, 3 von 20. Glitterbarls Logbuch, auch hier. Ich lese mal. Jo. Aber es ist dasselbe. Aber Belobigung freigeschaltet, Flaggen der Freundschaft. Was? Toll. Ich hab's nicht. Naja. Da haben wir nämlich eben schon vor der Aufnahme was gefunden im, in der Taverne. Dafür haben wir sogar ein Segel gekriegt. Gut, ich gucke mich nochmal eben so ein bisschen um, ob hier irgendwas ist. Na, eigentlich nicht, eigentlich kannst du schon wieder zurückkommen. Die Insel ist ja recht klein. Wir sind ja jetzt eh beim Piratenbazar oder wie das heißt. Ja, sind wir schon. Schlangen. Ist irgendwo ein Altar. Aber, nein. Gut, ich gehe mal zur singenden Meersau. Gehen wir zu der Meersau. Boah! Irgendein Geist hat mir den Rücken geschossen. Ein Geist? Ja, ein Geist. Das Geist aufgetaucht ist. Und so ein riesen Krabbler hier, weißt du? So ein Muschelfiech da. Aus der zweiten Tall Tale, weißt du noch? Ach so. So als ist da auch auf einmal. Aber erstmal war es ein Geist, also ein Grüner. Also jetzt nicht politisch gesehen, sondern ein Grüner. Ja, ja. Wir müssten vielleicht mal ein bisschen links, oder? Ja, das sollte klappen. Aber wir sollten allgemein ein bisschen rechts, sonst verpassen wir unser Ziel. Ja, aber da war so ein Fels im Weg. Achso, ja. Das tut mir ja, sorry. Alles gut. Ich hätte auch gerne den Fels weggeschoben, aber... Ich glaube, da hätte ich wieder Mega bekommen. Mit dem grünen Wasser. In case you were curious, it's not so bad. Tada! Ich will immer M drücken, ja, für die Map. Oh, Alter. Oh, kann man okay. Ja mal versuchen. Aber ja. Da hinten kommt gleich noch eine Insel, da schieße ich mich gleich mal rauf. Naja, so hoch muss ich glaube ich nicht, oder? Ich weiß es noch nicht. Oh, doch, muss schon recht weit. Wir haben gleich Fässer vor uns. Fässer? Fässer.
Befehl. Ich sowieso, ich kann das ja immer nicht. Kiste mit Kanonenkugel zu. Ah ja. Können wir später unsere Kanonenkugeln verkaufen? Ja, also mit einer Zielgenauigkeit, das ist unglaublich. G-Map ist das. Das ist eine nicht eingezeichnete Karte, ne? Echt? Insel. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ruderboot. Und wenn du in der Mitte runtertauchst, kannst du auch noch so einem Gang folgen. Da findest du noch einen Thron. Okay. Kannst du dich auch noch drauf platzieren. Schießpulver. Musst du so einige Throne hier finden. Ich habe auf jeden Fall eine gegnerisches Loop entdeckt. Aber die fährt anscheinend von uns weg. Du sagst, in der Mitte ist ein Thron? Also muss ich tauchen? Ja, ja, du musst tauchen und dann ist da so ein mega langer Gang, aber frag mich jetzt nicht, wo der Eingang ist. Oh, nee, das müssen wir jetzt nicht an irgendeiner Seite. Ich guck nochmal ins Ruderboot da irgendwie, dass da was drin ist, ob wir was brauchen davon, aber viel ist hier nicht. Da kommt eine Schaluppe auf uns zu. Wo sind wir? Wir können eh einen Nordostkurs anschließen. Nordwest. So. Muss die Meerjungfrau da. Meerjungfrau, mehr Jungmann. Wenn ich so ein Typ, ne? Ja, so mehr. Hört sich komisch an, aber. So. Die Virgin. Na, Jack. Mann, Mann, Mann. Erste Folge nur auf See. Ja. Das ist halt manchmal bei dem Spiel so, ne? Sea of Thieves. Aber die Schaluppe lässt uns anscheinend in Ruhe. Ist doch besser für sie. Voll auf Crashkurs. Ja, die wollten noch Daggertooth. Also Außenposten. Oh, ich habe gerade auf Netflix eine Doku gesehen. Über? Über die Piraten. Hm. Da ist sie. Elementkraftflagge, inspiriert von einer tapferen Helden und den Elementkräften. Okay. Ich mach die einfach mal. Not sure that food was very fresh. Ist ja interessant, welche Piraten es wirklich gab, ne? Und was da wirklich so abging und dass die Piratenzeit also gar nicht so lange angehalten hat. Gute Frage. War ja irgendwo gegen bei 17. Jahrhundert, ne? Ja, ich glaube, warte mal. Also das Hoch, also das ist ja immer noch Piraten. Ja, aber so diese richtige Hochzeit, wo halt so Leute entstanden sind wie Blackbeard oder Captain Hornigold oder so. Das waren vielleicht 6 Jahre oder so und dann war das auch wieder vorbei. So mit Nassau und so, weißt du, dieser Piratenhochburg und so. Ja. War alles recht schnell vorbei. Hab ich gar nicht gedacht. Das ging ein bisschen länger. Habe ich auch gedacht, aber ja, in dieser Doku, da haben sie das so ein bisschen zusammengetragen. Auch zusammengetragen, warum Blackbeard überhaupt Blackbeard geworden ist, so. Wir haben ja alle keine Ahnung. Ah, es war schon interessant. Sie sehen, dass Blackbeard im Endeffekt eigentlich auch nur ein guter Pirat war. Die Piraten waren ja auch eigentlich gar nicht unbedingt böse. Die haben einfach nur ihren Job als Freibeuter verloren und haben es dann selbst gemacht, ohne Erlaubnis von der Krone.
Mehr war es ja im Endeffekt nicht. Und Blackbeard hatte halt, der hatte Syphilis. Er hatte Syphilis und früher durch die Schmerzen und den ganzen Kram ist er irgendwann halt verrückt geworden. Und er hat sich dann irgendwann Blackbeard genannt und ist so ein bisschen durchgedreht. Und hat sich auch Schwefellunten in den Bart gebunden und die angezündet. Und dadurch hatte er im Endeffekt auch einen brennenden Bart. Ja, gut, das habe ich aber auch irgendwo schon mal gesehen, gehört, wie auch immer, ja. Fand ich schon geil. Ich finde ja sowas interessant. Ich meine, die Doku war okay, recht kurz, aber das lag auch daran, dass es über die Piraten halt gar nicht so viel zu erzählen gibt. Eine andere Doku, die ich da gesehen habe, aber das ist jetzt schon 2 Monate her oder so. Any chance we could catch a bit more wind? Die ging um die Samurais. Hm. Um den Kampf um Japan. Japan war ja immer sehr geteilt früher zu den Zeiten der Samurais. Und was es da für einen Mega-Krieg und ein Gemetzel gab, um dieses Land irgendwann wieder zu einen, das fand ich 1000-mal interessanter. Ah, kannst du was sehen? Jackie? Joy, Land in Sicht. Ach so. Land in Sicht. Da hinten war nicht. Kannst du Jack nicht mal korrigieren? Ich gehe mal auf den Kopf. Ja. Nee, du bist. Also, ja. Wir sind jetzt auch gleich da. Das ist ja schon mal schön. Komisches Fernglas, was er hat. Hat er nicht dieses Riesending, was sich so durchbiegt? Das hat er nur einmal. Ja. Oder den längeren haben will als Barbossa. Auch jetzt wieder gemerkt beim Rewatch, Barbossa ist einfach geiler. Also, was heißt geiler? Er ist einfach eher der Pirat als Jack Sparrow. Ja, Jack Sparrow ist natürlich auch eine mega geile Figur, will ich ja gar nichts gegen sagen, aber Barbossa ist einfach. Ah, er ist so herrlich. Stellt man sich halt auch einen Piraten vor, ne? Ja. Jack ist halt, kommt dann vor wie so ein Kleinkind, das so ein bisschen rumspielt. Aber der so mega schlau ist, ne? Ja, das stimmt. Der ist ja echt mega schlau. Spielt halt mehr Glück als Verstand. Und sind wir mittlerweile schon außerhalb der Karte? Kann man das jetzt nicht? Da oben. Das ist ja sogar eingezeichnet, Korallenbruch. Was? Korallenbruch ist jetzt eingezeichnet? Ja. Ah, geil. Not feeling chatty, eh? Fine by me. Ist aber ein bisschen ungemütlich hier, oder? Musiktechnisch werden wir gleich irgendwie. Nein, die Musik kommt doch auch immer, wenn ein Hai da ist oder sowas. Werden wir etwa angegriffen? Ich hab keine Musik. Ups, ne? Nö. Da war's eine See. Geil. Ja, echt mal, was ein Seegang hier. Da ist zerschollenes Schiff. Alter, worauf fahren wir hier zu? Irgendeine angehobene Koralle. Mhm. Aber ich sehe das auch immer nur ganz kurz und dann jetzt sehe ich wieder Himmel. Jetzt sehe ich wieder Wasser. Der Unterwasserarchitektur. Judging by the classic architecture and air of general menace, nicht, ob wir da gleich irgendwie gegenklatschen, ne? Wir sind bald da. Noch schön, dass er rausgesprungen ist. Ist er? Ja, er ist schon baden gegangen. Okay.
Okay, wir sollten mal die Segel einziehen. Ach, hier hast du schon. Oh, 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 oh. Naja, gut, zur Not können wir ja einmal kurz Wasser schöpfen, ne? Ich weiß auch gar nicht, was hier jetzt auf dem Plan ist. Ich auch noch nicht. Das werden wir rausfinden, denke ich mal. Genau auf eine Höhle zugefahren, kann das sein? Weiß es nicht. Wollen wir mal an Land gehen? Wo ist er denn? Weiß ich nicht, ich habe ihn gehört. Uhu. Let's make use of the Traven's entrance. Hast du ihn gefunden? Ja. Also seine Stimme wurde lauter. Kommst du? On my way. Let's make use of the tradesman's entrance. Ja, ich hab's verstanden, dass wir den Dienstboteneingang nehmen sollen. This humble trinket once belonged to Teodulma, a twin to the one Jones possesses, and the key to his most valuables. My crew found it on the deck of the Pearl after Tia was released, shall we say? What matters is this got me inside another of Jones's strongholds once before. Let's just hope he hasn't changed his tune. What will we do with the drunken sailor? Hier hinten ist nix. Er macht irgendwie mit Davy Jones Spieluhr irgendwas. Ach so. Sesam, öffne dich. Hey. Hat nur ein bisschen gedauert anscheinend. Achso, ich dachte, ich habe das jetzt ausgelöst, weil ich hier mitklimper. Das kann natürlich sein. Klimper auch mal mit? Na, ich guck gerade, wo das ist. F mehr. Nee, ja. Unsurprising. Jones assumes I'm dead and lost for all eternity, adrift on an ocean of forsaken souls. So he hasn't bothered to change the locks. Frankly, I find that rather insulting. Okay. This tot. Let's move on. I doubt there's anything worth taking here. Er taucht. Dann tauchen wir auch mal.